Und wir starten heute mal die Folge mit einem wunderschönen Ladebildschirm. Herzlich willkommen zurück bei The Evil Within bei Machi und los geht es. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, daher ziehen wir doch gleich erstmal eine Waffe. Okay. Kapitel 10. Hinterm Tor in den Tod. Oder so ähnlich. So, ich bin gespannt, was uns hier in diesem Kapitel erwartet. Ja, ich weiß, dass ich gerade nicht klettere, aber ich dachte mir mal noch eine kleine Anmoderation. Muss auch mal sein. Außerdem fühle ich mich hier gerade sicher. Es gibt keinen Stress. Es gibt keine Monster. Und ja, wie soll ich sagen? Ich möchte eigentlich nicht weiter, das ist so sicher. So ist es einfach nicht. Es klingt alles einfach komisch. Sieht irgendwie komisch aus, wie ein kleines Monster, was runterkrabbelt, der Schatten, wenn man so guckt. Süß. Wie viele hast du getötet, Ruben? Meint er etwa Ruvik? Ja. Zahlen sind irrelevant. Sie haben bekommen, was sie gegeben haben. Und sie haben einem höheren Ziel gedient. Ich renne nicht, das heißt... Das war nicht bloß... Ja, wie soll ich sagen? Das, was diesen Menschen zugefügt wurde. Diese Fall... Dieses Ungeziefer? So. Diese Mikroben? Sie sind mein und ich verfüge über sie. Mit einem hast du recht. Es war nicht bloß Forschung. Ich bin der Perfektion nah. Das ist abscheulich. Das ist mein Wille. Okay. Mein Wille ist, dass wir jetzt hier irgendwie was an Munition finden, aber dieser Wunsch wird mir, glaube ich, nicht erfüllt. Und ja, Notiz aus dem Keller im Anwesen. Mir wurden meine Kinder genommen. War es Schicksal? War er es? Doch nicht mein perfekter Sohn. Es war das Feuer. Es hat alles zerstört. Alles fortgerissen. Die Kinder haben sich verändert. Und Ernesto auch. Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern. Sie beschützen. Aber jetzt sagt er, sie sind weg. Wie kann das sein? Eine Mutter würde so etwas spüren. Ich höre immer noch die Stimme von meinem süßen Jungen. Sein Lachen. Und immer aus dem Keller. Das kann nicht sein. Eine Mutter braucht ihre Kinder. Das ist wohl leider wahr so. Das ist nach einem Speicherräumchen. So ist es auch. So. Wir begeben uns mal zurück. Nicht zum Speichern. Oder doch? Mein Kopf. Ja. Komm. Hoch mit deiner Veranstaltung. So, wir haben einen Schlüssel. Noch aus der letzten Folge. So, lasst uns bloß mal kurz gucken. Wer ist der Typ nebenan? Ja, wollen wir doch mal gucken. Da ist niemand drin. Möchte ich ja wirklich gucken. Ich will dich. Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Was? Wer sind Sie? Es ist Hass. Hass. Ruviks Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Diese Welt existiert so lange, wie er es tut. Haben Sie gerade etwas gehört? Ja, ich habe nichts gehört. So, da mein Handy gerade klingelt, ich muss mal ganz kurz eine Pause machen, bin gleich wieder. So, jetzt erstmal das Handy lautlos gestellt, dass man hier dementsprechend auch ordentlich spielen kann. Und... es gibt Zeitung! Zwei Tote bei Autounfall. Wohlhabender Grundbesitzer und Ehefrau kommen bei Autounfall ums Leben. Albtraum für Familie. Die Leichen von Ernesto und Beatrice Victoriano wurden im Frack ihres Wagens gefunden.
Sohn erbt Familienbesitz. Und das wird wahrscheinlich unser netter Wolfix sein. So, wir speichern mal ganz schnell einmal ab. Auch wenn ich das nicht wollte, aber es ist doch ein bisschen was passiert, dass wir das einfach nicht nochmal anschauen müssen. Und jetzt begeben wir uns in die andere Welt. So, jetzt bin ich wieder da. Ich musste doch nochmal eine Pause machen. Das Headset ist mir irgendwie gerade zu leise gewesen. Zumindest was ich gehört habe. Ja, von hier kam er. Hier lang müssen wir, glaube ich. Okay. So, pssst. Pssst, pssst, pssst. Irgendwie da. Ja, irgendwie vielleicht eine Statue versteckt. Nein. Haben wir hier eine? Nein. Haben wir hier eine? Nein. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich sehe da schon wieder eine kleine Falle. So, können wir die irgendwie entschärfen? Zu viel Schrott, ich glaub's doch wohl nicht. Ich glaub's doch wohl nicht. Dass wir zu viel Schrott haben. Das klappt euch doch kein Mensch. Na, was haben wir denn hier? Nehmen wir doch dankend mit. Dass wir zu viel Schrott haben. Und ein... So. So. Dann gucken wir mal hier weiter. Halt. Okay. So, wir haben zwei Schrot hinter uns. Das merken wir uns jetzt einfach mal. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Lass mich raten. Die Tür fällt gleich aus mysteriösen Gründen zu. Es war so klar. Und damit sind auch die zwei Schrotkugeln nicht mehr zu erreichen. Okay, ich sehe hier schon wieder einen kleinen... kleine Stolperfalle. Krieg ich die irgendwie deaktiviert? Ja. Wir müssen ja nicht überall reinrennen. Jetzt fast geneigt. So, entschuldigt. Aber so haben wir zumindest mal ein Problem weniger. So, was haben wir hier Schönes? Das kann man auch nicht deaktivieren. So, ich möchte das jetzt nicht unbedingt hochjagen. Danke. Da ist eine Bombe. Die entschärfen wir natürlich. Die nehmen wir mit. Hier haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. So, ich würde jetzt fast so. Okay, von hier kamen wir. Würde ich sagen. Wir müssen hier lang.
Scheiße. Ich brauche Deckung. Das ist Wahnsinn. Ah! Du blöde Kuh! Gucken wir mal weiter. Ja. Radreisen ist Action, ich merke das schon. Wir begeben uns erstmal hier kurz rum. So, Scharfschützenmuni nehmen wir dankend. Hilft es leider nichts. So. So, Burning Man Festival. Nein! Schon können wir die Munition wiederholen, die hier gerade lag. Und die können wir gut gebrauchen. So. Ach nee. So eine Aufregung. Gesagt. Hier ist eine Bombe. Die entschärfen wir jetzt natürlich erstmal. Ich möchte da nicht nochmal unbedingt reinrennen. So, du bist was für einer. So. Was zum Lesen? Ne, was sind das? Nicht zum Lesen. Nein. Eine Batterie. Die große tragbare Batterie wird benutzt, um elektrische Ausrüstung bei Stromausfällen zu betreiben. Okay. Okay, okay, okay. Haben wir sonst noch irgendwie was? Was haben wir hier irgendwie so gemacht, dass wir unter Beobachtung stehen? Ich weiß aber nicht woher. Also jetzt kommt wieder mal unser Freund, der unsichtbare Mensch. Freund. Thank you.
Das haben wir hier. Also, so kacke weg. Oh, nee. Das haben wir auch. Hier ist alles weg. Hier müssen wir jetzt leider Gottes runter, wie ich das... Ne, ich hab runter gesagt. Meiner. So, falls es noch nicht geholfen hat, darfst du gleich nochmal brennen. So, eigentlich hattest du ja eine Axt, aber die willst du mir jetzt wahrscheinlich nicht geben. Ich hab's ja schon geahnt. So, das muss ich jetzt sagen, es hat sich doch schon gelohnt, dass wir die Skills auf die Pistole, weil... Du kleines Arschloch! Man macht doch schon mehr Damage und man merkt, dass die netten Herren... Ja doch, bist du tot. So. Schneller tot gehen. So. Wenn ich schon wieder sehe, wie viel Munition wir sammeln. Okay, Harpune. Ist Harpune wirklich voll? Ja, noch nicht. Scharfschützenmunition nehme ich sehr gerne dankend an. Die bauen wir natürlich gleich rein, soweit es möglich ist. Ging nicht noch was? Nein, gut. So, wartet mal. Böse. Achso, die Flasche. Ich dachte schon was anderes. So, jetzt brauchen wir jetzt kein Auge hier. Was habe ich mit dem hier schon? Das ist ein kleiner Arschloch. So, wir gucken uns erstmal hier schnell die Tür an. Natürlich nicht. So, du lebst, oder? Nein? Ach du. Auch nicht. Okay. Ich hätte echt gedacht, ihr lebt, aber nun gut. Mit, das haben wir hier noch schönes. Eine Medizin. Und ein Hotten Fragment. So. Dann
wolle mir hinuntersteigen. Was zur... Ich bleib hier. Mich kriegt ihr hier nicht runter. Ich glaube, das ist eine gute Stelle, um einen Cut reinzumachen. So richtig schön am Cliffhanger für die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und bis dahin, auf Wiedersehen, euer Maggi.